Willkommen zum Bericht aus Berlin auf den Social-Media-Kanälen der Tagesschau. Wir freuen uns, dass Marco Buschmann, der Bundesjustizminister, geblieben ist, um sich Ihren und Euren Fragen zu stellen. Da ist auch eine ganze Menge schon reingekommen. Herr Buschmann, wir reden. Viel über Corona, aber nicht nur, kann ich Ihnen schon versichern. Und ähm, toll ist, möglichst kurze Antworten, dann kriegen wir auch möglichst viele Fragen ich unter. Ich bemühe mich, ja. <laughs> Gut, dann fangen wir an. Ähm wie gesagt, relativ viele Fragen zunächst mal zu Omikron und äh, Corona. Fange ich an. Auf uns rollt eine Omikronwelle zu, die heftiger ausfallen könnte als die bisherigen Wellen. Gesundheitsminister Lauterbach hat eben in dem Interview gesagt, kein Lockdown über Weihnachten, aber die Maßnahmen würden nicht reichen. Welche Maßnahmen werden die Liberalen, wird die FDP mitgehen? Also wir werden jetzt in der Bundesregierung gemeinsam darüber beraten. Wir bekommen ja jetzt auch den Bericht des Expertengremiums. Und ohne sich damit beschäftigt zu haben, macht es keinen Sinn, abstrakt jetzt darüber etwas zu sagen. Das, was im Gespräch ist, die Kontaktbeschränkung, haben wir schon im Gesetz. Und wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es diese Maßnahme im Gesetz gibt. Also wenn die Lage es erfordert, wird man das auch zur Anwendung bringen müssen. In der Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitsschutz ändert Omikron das Verhältnis, die Justierung der Liberalen? Also, wir müssen sehen, uns fehlen ja noch gewisse Informationen. Wir müssen davon ausgehen, dass Omikron sehr viel ansteckender ist. Das zeigen die Erfahrungen in Großbritannien. Und wir müssen davon ausgehen, dass auch wenn das individuelle Risiko möglicherweise gar nicht höher ist, dass sich die große Zahl die Krankenhäuser sehr stark belastet werden könnten. Wir tun alles, um das zu verhindern, deshalb haben wir die europaweit erfolgreichste Boosterkampagne ja organisiert. Wir boostern sehr viele Menschen, weil wir wissen, dass geboosterte Menschen einen ordentlichen Immunschutz auch gegen Omikron haben und deshalb kämpfen wir und tun alles, was in unserer Macht steht. Die FDP wurde vor allem von jungen Leuten gewählt, weil sie sich gegen härtere Corona-Maßnahmen gewendet hat. Welche Maßnahmen bleiben ausgeschlossen für die FDP? Also es bringt ja nichts in einer dynamischen Lage zu sagen, nie, nimmer und auf keinen Fall wird dieses und jenes nicht passieren. Was ich nach wie vor weiter für richtig halte, ist, dass Schulschließung, dass der Zugang zu Bildung nicht verbaut werden darf. Das ist uns ganz wichtig. Und dass wir, wenn es irgend geht, auch flächende flächendeckende Lockdowns verhindern. Das ist unser Ziel und deshalb boostern wir und versuchen mit milderen Mitteln die Gefahr durch Corona aufzuhalten. Nur hier frage ich jetzt noch mal nach. Sie sagen, wenn es irgendwie geht, keinen flächendeckenden nationalen Lockdown. Wir sehen die Niederlande, die machen es jetzt schon vor Weihnachten. Wer weiß, wie bei uns die Infektionszahlen durch die Decke gehen könnten. Also ausgeschlossen ist das für Sie nicht. Keine rote Linie. Also dieser Begriff der roten Linie ist ja dadurch, dass Olaf Scholz ihn in den Mund genommen hat, jetzt auch schon sehr umstritten. Ich will nur auf Folgendes hinweisen. Viele haben uns ja auch gesagt, man brauche das, um die Delta-Welle zu brechen. Wir haben es nun geschafft, mit einer sehr erfolgreichen Impf- und Booster-Kampagne, mit sehr harten 2G-Regeln, mit 3G am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr die Deltawelle zu brechen, ohne die Schulen zu schließen. Und ohne flächendeckende Lockdowns. Und das zeigt, dass es gut war, dass wir da Alternativen aufgezeigt haben. Ob das bei Omikron gelingt, kann jetzt noch niemand sagen. Wir werden uns aber auch da bemühen, mit effektiven Mitteln die Welle aufzuhalten. Bundeskanzler Scholz, Sie hatten ihn eben ja zitiert, bestreitet, dass die Gesellschaft gespalten ist. Ihr Vize-Parlamentspräsident Wolfgang Kubicki sieht das anders. Und er sagt sogar, unser freiheitlicher Rechtsstaat befände sich in einer kritischen Phase. Was sagen Sie als Parteifreund und Justizminister? Naja, ich glaube, beide widersprechen sich ja gar nicht unbedingt. Also, was Olaf Scholz, glaube ich, betont, ist, dass dieser. Dieses Bild der Spaltung, das suggeriert ja so ein wenig, als würden da zwei annähernd gleich große Teile oder zwei große relevante Teile der Gesellschaft gar nicht mehr miteinander sprechfähig sein. Das ist auch nicht meine Beobachtung. Ich der Stress ist natürlich groß, die Menschen sind erschöpft, die Menschen sind mürbe und da finden auch harte Gespräche auch in Familien statt, aber das gab es zu anderen Themen auch. Wir haben eine harte Radikalisierung, das ist eine richtige Beschreibung eines sehr kleinen Teils, das macht den nicht minder gefährlich, aber deshalb glaube ich, dass der Begriff der Radikalisierung einer kleinen Minderheit der passendere ist und andererseits hat Wolfgang Kubicki natürlich auch einen Punkt. Wir erleben natürlich Grundrechtsbeschränkungen in großer Zahl und großer Intensität, wie wir das noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hatten und das heißt natürlich auch, dass wir wachsam sein müssen, dass wir unser rechtsstaatliches Gespür nicht verlieren. Ich glaube, aber, aber, dass wir aber, das aber nicht Herr Buschmann, verloren haben. Aber da muss ich haben. kurz rein. Äh, also Bitte. ja, das muss man wachsam sein, aber noch mal, wenn der Vizeparlamentspräsident Kubicki sagt, wörtlich, der freiheitliche Rechtsstaat befände sich in einer in der kritischen Phase geben Sie als Bundesjustizminister ihm da recht? Also, erstmal, ich bin ja Bundesjustizminister und als solcher gehört es sich nicht, dem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, das ist die erste Gewalt, jetzt irgendwelche Kopfnoten Gut, zu erteilen. Dann frage ich, ich einfach: Ist machen. der Rechtsstaat in Gefahr? Ich glaube, dass wir sehr wachsam sein müssen, dass wir uns an diese tiefen Grundrechtseingriffe nicht gewöhnen und sobald wir aus der Corona-Pandemie raus sind, auch sozusagen so schnell wie möglich in die Normalität zurückkehren müssen und auch den Menschen so viel Freiräume wie möglich so schnell wie möglich wieder zurückgeben müssen, sobald das verantwortbar ist. Wir kommen zu den letzten Fragen bei Corona, aber da geht es ja auch um die Diskussion allgemeine Impfpflicht. Die 30 Abgeordnete, mindestens 30 Abgeordnete der FDP-Fraktion haben sich einem Abstimmungsantrag angeschlossen, der genau das nicht möchte. Ist das eine Belastungsprobe für die Ampel? Nein, denn wir haben uns ja auf ein Verfahren geeinigt, das wir auch bei anderen medizinethischen Themen angewandt haben, beispielsweise bei der Sterbehilfe, beim Schwangerschaftsabbruch, dass wir nämlich mit sogenannten Gruppenanträgen arbeiten. Und in fast allen Fraktionen gibt es Leute, die für oder gegen die Impfpflicht sind. Es gibt übrigens auch nicht nur diese beiden Varianten, es gibt ja auch das Modell der gestuften Impfpflicht. Und alle diese drei Meinungen gibt es in der FDP-Fraktion und alle diese drei Meinungen wird es vermutlich in fast allen demokratischen Fraktionen geben. Und mhm. das findet sich jetzt gerade. Ähm, aber äh, Ihre gesundheitspolitische Sprecherin ähm, Christine Aschenberg-Dugnus, die sagt, ähm, man könne überhaupt keine allgemeine Impfpflicht beschließen, solange wir noch nicht einmal wissen, wie oft wir Menschen äh, impfen müssen, hat sie da nicht einen Punkt? Das zeigt ja, wie schwierig die Debatte ist. Und das ist eine der kompliziertesten, nicht nur grundrechtlichen, sondern auch ethischen Fragen, weil auf, auf beiden Seiten der Waagschale gewichtige Argumente stehen. Einerseits wollen die Menschen raus aus der Pandemie. Und äh, wenn man wissenschaftlich belegen kann, dass, wir, dass das der Weg ist, um endlich unser normales Leben zurückbekommen, dann wiegt das schwer. Auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, das ist ein schwerer Eingriff in die körperliche Integrität. Und äh, das muss vernünftig abgewogen werden. Der Abgeordnete Buschmann wird er dafür stimmen? Der Abgeordnete Buschmann wird sich dann entscheiden, wenn alle Alternativen auf dem Tisch liegen und ähm, der Abgeordnete Buschmann glaubt, dass es auch noch einen weiteren Antrag geben wird mit äh, gestuften Impfpflichten und einen solchen Antrag würde sich der Abgeordnete Buschmann sehr genau anschauen. Jetzt frage ich aber wieder den Justizminister, Bundesjustizminister Buschmann. Matthias Schmidt fragt: Wie soll der Justizapparat fit gemacht werden, um Fälle um die Fülle an Rechtsverstößen im digitalen Raum verfolgen und ahnden zu können? Ja, also zunächst müssen wir sehen, hier sind ja unterschiedliche Behörden beteiligt. Erst ganz am Schluss geht es ja zu den Gerichten, sondern im Vorfeld muss da aufgeklärt werden durch die Polizei, die da für die Staatsanwaltschaft tätig sind. Da würde ich mir. Online-Streifen wünschen, also gut ausgestattete und auch ausgebildete Beamte, die eben im Netz sehr schnell erkennen, wenn es dort zu Rechtsverstößen kommt und dann eben auch auf guten, abgestimmten Wegen dann die Ermittlungsbehörden einschalten. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Wir sprechen mit den Ländern darüber, wie wir die Polizeibehörden dafür fit machen können. Wir sind auch als Bund da bereit, einzusteigen. Wir haben ja den Pakt für den Rechtsstaat schon auch auf den Weg gebracht. Wir wünschen uns auch einen Digitalpakt für die Justiz. Das heißt, wir sind auch bereit, uns an der Finanzierung zu beteiligen. Bundestagspräsidentin Bärbel-Baas äh, hat jetzt in einem Interview äh, mit einer großen Zeitung gesagt, was sich derzeit im Internet abspielt, ist kein normaler demokratischer Diskussionsprozess mehr, den man aushalten muss, sondern zunehmend eine Bedrohung. Ich bin seit zwölf Jahren Abgeordnete, aber was sich derzeit in den sozialen Netzwerken abspielt, habe ich bislang noch nicht erlebt. Und jetzt kommt es, ich habe Sorge, dass sich dieser Hass im Netz auch auf die Straße verlagert. Treibt sie das auch um? Ja, natürlich. Und wir merken ja, wie... Diese besondere Situation, in der wir uns jetzt befinden, die Menschen sind erschöpft, die Menschen haben Corona satt, ich persönlich übrigens auch. Wir wollen da einfach raus, dass das unsere Nervenkostüme alle bis zum Anschlag belastet. Und das macht sich natürlich auch in einem ganz unangenehmen Debattenklima zum mhm. Teil bemerkbar. Da gilt es, dass es bestimmte Grenzen gibt, die aber trotzdem nicht überschritten werden dürfen. Wer andere Menschen beleidigt, wer andere Menschen bedroht, wer andere Menschen beschimpft, verletzt Strafrecht und muss dann damit rechnen, dass auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Robin B. fragt, was unternimmt der Justizminister gegen Telegram und die rechtsextremen äh, Gruppierungen dort, und zwar konkret? Also da gibt es ja mehrere Behörden, die dafür zuständig sind. Einmal ist es ja so, Telegram hat Dienste, die einem sozialen Netzwerk entsprechen, so ein bisschen so wie Facebook, das kann man sich öffentlich anschauen, das sind keine geschlossenen Gruppen, das sind diese offenen äh, Gruppen oder Kanäle. Und dort hat die Polizei die Möglichkeit auch reinzuschauen. Viele Polizeibehörden tun das auch. Und wenn dort Straftaten begangen werden, indem beispielsweise Sogenannte Feindeslisten veröffentlicht werden, indem dort zum Mord aufgerufen wird, können die Polizeibehörden dort ermitteln. Das tun sie auch. Beispielsweise die Morddrohungen gegen Herrn Kretschmer haben ja dann sogar auch zu Hausdurchsuchungen geführt. Also dort gibt es Instrumentarium. Und da wünschen wir uns natürlich, dass es hohen Fahndungsdruck gibt. Das heißt, wer dort Straftaten begeht, auch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, Besuch von der polizei zu bekommen dann gibt es noch einen anderen teil für den ich auch zuständig bin nämlich nach deutschem recht gelten für soziale netzwerke bestimmte regeln telegram hält sich nicht an alle diese regeln genau. beispielsweise genau. es gibt keinen zustellungsbevollmächtigten es gibt keine meldestruktur und dann da haben wir jetzt äh, schon Mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Kinder irgendwie ins Ausland und werden noch nicht mal angenommen. Ja, äh, so einfach ist es nicht. Aber so ein Bußgeldverfahren hat ja im Rechtsstaat mehrere Schritte. Wir müssen in der Tat erst mal zustellen, damit die Leute wissen, was wir ihnen vorwerfen und sie sich dazu äußern können. So Weil ist das im wir Rechtsstaat. Wir wissen noch nicht mal, ob es zugestellt wurde, oder? Äh, der erste Zustellungsversuch ist wohl jetzt gescheitert. Wir haben jetzt mit den, Arabisch, äh, mit den Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate Kontakt aufgenommen, sowohl das Auswärtige Amt wie auch mein Haus, jetzt in der zweiten Dezemberhälfte auch mehrfach. Wir rechnen jetzt damit, dass es zu einem zweiten Zustellungsversuch kommt. Wenn der nicht scheitert, habe ich andere Möglichkeiten. Dann habe ich das Bundesamt für Justiz nämlich gebeten, eine sogenannte öffentliche Zustellung im Ausland zu prüfen. Dazu bedarf es hoher Hürden. Die wären dann meiner Meinung nach allerdings erfüllt, wenn zwei Zustellungsversuche scheitern. Und dann muss Telegram das gegen sich gelten lassen. Wir könnten dann Bußgelder in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro verhängen. Noch kurz und dann schließen wir Telegram ab, äh, ab. Aber wenn Telegram, wie Sie ja sagen, permanent gegen Regeln verstößt, müssten dann nicht auch die großen Plattformen Google und Apple, die ja Telegram in ihren App Store's haben, die rausschmeißen? Also das können ja Google und Apple im Rahmen ihres, ich nenne es jetzt mal, digitalen Hausrechts selber entscheiden. Ich will nur einen Hinweis geben. Selbst wenn Telegram morgen am Tag verschwinden würde, wir müssen uns ja die Frage stellen, wo kommt die Radikalisierung her? Telegram ist eine Plattform, auf der Radikalisierung stattfindet. Wenn Telegram verschwindet, gäbe es aber möglicherweise andere Plattformen. Das heißt nicht, dass wir nicht Recht dort durchsetzen. Das tue ich, das tun meine Behörden, das tun auch die Länderbehörden. Aber man muss, glaube ich, tiefer gehen und sich die Frage stellen, wo kommt die Radikalisierung her? Deshalb hat mein Haus beispielsweise auch schon mehrere Forschungsaufträge. In, also hat mehrere äh, Forschungsinstitute beauftragt, um genauer herauszubekommen, was die Menschen in die Radikalisierung treibt, mhm. damit wir dagegen gezielter vorgehen können. So, jetzt kommen wir zu allgemeineren Fragen. TK fragt, was sind die ersten drei Projekte, mit denen wir aus Ihrem Haus rechnen können? Naja, das erste Gesetz, das ich angehe, äh, habe ich schon in Auftrag gegeben. Das ist die Streichung von 219a StGB. Für mhm. diejenigen, die das nicht kennen, das ist das. Sogenannte Werbeverbot für Ärzte. Wir wollen natürlich auch nicht, dass Ärzte dafür werben, dieses, bei, Abtreibung, ne? äh, bei der Abtreibung. Mhm. Ähm, das hat nur dazu geführt, dass gerade diejenigen, die fachlich qualifiziert sind, Frauen in einer Notsituation zu beraten, auch im Netz oder auch Informationen zur Verfügung stellen, das nicht dürfen, weil sie sonst mit Ermittlungsverfahren rechnen müssen. Und das kann nicht sein, wenn Frauen sich in einer solchen Schwierigen Lage befinden, dann geht man heute eben ins Netz und informiert sich so. Und es kann nicht sein, dass jeder Verschwörungstheoretiker dort alles aufschreiben kann zu dem Thema, was ihm einfällt, aber qualifizierte Ärztinnen und Ärzte nicht. Deshalb ist das das erste Gesetz, das ich in Auftrag gegeben habe. Super. Dann haben wir ganz viele Fragen. Die wollen wir jetzt zumindest ein paar dafür äh, dann. Ähm doch noch mal ansprechen: Cannabis-Legalisierung mhm. interessiert viele. Zahlreiche User wollen jetzt wissen, wann wird Cannabis legal und was passiert bis dahin? Also äh, es ist so, wir haben uns entschieden, dass wir in der Drogenpolitik einen neuen Weg geben wollen. Wir wollen äh, die Abgabe an Volljährige äh, von Cannabis legalisieren in besonders zertifizierten Shops, also wo es auch Sachkundenachweise gibt, weil wir glauben, dass es besser ist, wenn die Dealer arbeitslos werden und die Leute sich auf die Qualität der Substanz mhm. mehr verlassen können. Wir glauben, dass erwachsene Menschen in der Lage sind, äh, verantwortungsvoll damit äh, umzugehen. Ich kann da jetzt noch keinen genauen Zeitplan sagen und zwar aus einem Grund, nicht weil ich was verzögern möchte, aber ich glaube jeder versteht, dass wir im Moment sehr uns auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren, dass wir jetzt erstmal alles dafür tun, dass die fünfte Welle so flach wie möglich bleibt und dass wir wenn wir das, ich sag's mal, einigermaßen im Griff haben, dann gehen wir diese Themen an. Ich glaube, dafür hat jeder Verständnis. Mit Sicherheit in dem Ranking Cannabis versus Pandemie. Dann vielleicht nur ganz kurz, weil das auch eine Frage ist, wenn es doch noch länger dauert, bis der gesetzgeberische Prozess wirklich greift, wird man denn juristisch zumindest eine Entkriminalisierung der Konsumenten schneller durchsetzen können? Naja, dazu zur sogenannten Depönalisierung, also beispielsweise auch zur Einstellung bei geringen Mengen, da gibt es ja in vielen Bundesländern äh, auch schon Programme für. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt völlig unmöglich ist. Aber da werden wir in der Ampel noch gemeinsam drüber sprechen müssen. Das ist gar nicht so einfach, weil da verschiedene Ministerien daran beteiligt sind. Aber wenn ich im Moment äh, unseren Gesundheitsminister, der für das Betäubungsmittelgesetz ja zuständig ist, darauf anspreche, dann sagt er mir natürlich, das ja. ist ein wichtiges Thema. Ich werde mich darum kümmern. Aber nicht jetzt, genau. Nicht jetzt, genau. <laughs> so, wir kommen zum Schluss und da zu einer persönlicheren Frage. Auf Ihrem SoundCloud-Account äh, findet sich ein breites musikalisches Spektrum an elektronischer Musik, die Sie selbst produziert haben. Das wissen vielleicht einige gar nicht. Deshalb die Frage, welches ist Ihr Lieblingstrack und warum? Ach, das ist ganz schwierig, wenn man selber Musik produziert. Das wäre so, als ob sie Eltern fragen, welches Kind ist ihr Lieblingskind? Das ist so ein bisschen eine unfaire Frage. Das ist ja für mich ein Hobby. Und ich habe an jedem dieser Tracks irgendwie Spaß gehabt. Die entstehen dann, weiß ich nicht. Auf dem Sofa oder wenn ich irgendwann im Hotelzimmer mich nicht mehr konzentrieren kann, dann nehme ich meinen Rechner raus und mache das. Und jeder dieser Tracks macht mir persönlich Freude und er ist in erster Linie auch dazu da, mir persönlich Freude zu machen. Und wenn andere auch Freude dran haben, freue ich mich. Aber da möchte ich mich eigentlich nicht entscheiden. Musikproduzent nach Feierabend. Wie passt das zur Politik? Ach, das passt eigentlich ganz gut zusammen, weil ich glaube, jeder Mensch, auch in ganz normalen Jobs braucht er irgendwann eine Möglichkeit, auch mal abzuschalten. Jeder hat irgendwie ein Hobby und will einfach mal in was ganz anderes eintauchen, um den Kopf wieder klar zu bekommen. Dazu gehört für mich einmal Sport und dann, wenn mal ein bisschen Zeit ist, auch Musik. Und ich glaube, jeder hat solche Dinge, um den Kopf mal frei zu machen. Wir haben da in Vorbereitung natürlich auch mal reingeguckt. <laughs> da sind durchaus sehr emotionale Titel, auch jetzt vor einem viel zu früh verstorbenen FDP-Freund ja. zum Beispiel. So emotional kennt man Sie gar nicht, Herr Buschmann. Ja, ich glaube, Sind das dass die, so ganz verdeckte Seiten? Ja, ich glaube nicht. Ich denke nur, dass wenn ich in öffentlicher Funktion auftrete, dass die Menschen erwarten, dass dort jemand rationale Entscheidungen trifft und die auch gut begründen kann. Aber natürlich bin ich wie jeder ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und äh, das, was Sie da ansprechen, da ging es ja um meinen viel zu früh verstorbenen Freund und Kollegen Jimmy Schulz. Genau. Und der hatte... Ähm, ähm, sein, also Der wusste, dass er sterben wird, und hat dann einfach gefragt, ob ich nicht anlässlich einer Gedenkveranstaltung ein Stück Musik schreiben möchte, um ein Stück mitzugestalten. Und das war für mich eine sehr schwierige Situation, weil man damit nur schwer umgehen kann, wenn einem gegenüber ein Mensch sitzt, der einem sagt: Ich werde sterben und hilf mir ein bisschen organisatorisch mhm. dabei und vielleicht willst du auch etwas zu einer Trauerveranstaltung beitragen. Das muss man erst mal verarbeiten. Und ich habe lange darüber gesprochen, ob das überhaupt richtig ist, das zu machen. Aber es war sein Wunsch und dann habe ich das äh, auch gemacht. Aber das ist natürlich etwas, was mich sehr mitgenommen hat, klar. Herr Buschmann, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Jetzt haben wir den Bundesjustizminister kennengelernt, den Abgeordneten, den Hobbymusiker und auch noch mal ganz andere Einblicke. Danke, dass Sie da waren und sich den Fragen der Userinnen und User gestellt haben. Gerne. Tschüss. Denn das war schon wieder der Bericht aus Berlin auf den Social Media Kanälen der Tagesschau. Und es war auch der letzte für dieses Jahr. Bleiben Sie alle gesund. Ein paar ruhige Tage. Und in einem spannenden, politisch spannenden Jahr geht es dann im Januar weiter. Danke.